Hallo und herzlich willkommen zurück an alle da draußen bei Rennage Monday. Ja, heute mal die Begrüßung etwas länger als sonst, habt ihr gemerkt. Ich dachte, das passt vielleicht ein bisschen besser. Wir gehen ja mal zum Dach. Wir haben ja einen Brief gekriegt, er wartet auf dem Dach. Und mal sehen, was uns da erwartet. Endlich habe ich dich gefunden, Matt. Bitte, ich weiß, was du denkst, aber ich muss dir das erklären. Bevor du irgendwas sagst, es tut mir so leid. Bevor du irgendwas sagst, es tut mir so leid. Du verdammtes Arschloch! Du hast mir Sally direkt vor meinen Augen ausgespannt und auch noch mit meinem eigenen Ring. Ich schieß dir die Rübe runter. Matt, es ist nicht, wie du denkst. Tu nichts, was du später bereuen wirst. Ich hab gar keine Zeit, das zu bereuen. Ich blas mir die Birne weg, gleich nachdem ich dich umgelegt hab. Ja, ich kann euren Anblick zusammen nicht ertragen. Gott, wenn ich nur daran denke, wird mir kotzübel. Matt, komm schon, ich kenne dich doch. Wenn dir schlecht ist, liegt's nur am Alk. Warum reden wir nicht einfach über alles? Wie zwei gute Freunde. Du und ich. Zwei gute Freunde. Freunde? Du spinnst wohl. Ein Freund würde mir nie so etwas antun. Niemals. Das war ich nicht selbst. Ich wäre von einem fiesen ektoplasmischen Wesen besessen. Tja, du weißt ja, was Alkohol mit einem Gehirn anstellt. Das war ich nicht selbst. Ich war von einem fiesen ektoplasmischen Wesen besessen. Randall, du kannst dich nicht immer mit derselben Geschichte rausreden. Nicht, dass du meinen Geburtstag vergessen hast und mir die Freundin ausgespannt hast. Mann, du bist echt das Letzte vom Letzten. Oh, shit. Hatte ich die schon mal benutzt? Verdammt. Tja, du weißt ja, was Alkohol mit einem Gehirn anstellt. Tja, du weißt ja, was Alkohol mit einem Gehirn anstellt. Nee, Junge. Blumenkübel aus dem Fenster werfen oder kleine Kinder fürs Leben zu traumatisieren, ist eine Sache. Aber dem besten Freund die Freundin ausspannen? Da geht's um Gefühle, Randall. Gefühle! Weißt du überhaupt, was das ist? Matt, du weißt, dass ich dich liebe, wenn du betrunken bist. Aber gerade fällt mir auf, dass du echt langweilig bist, wenn du betrunken bist und Liebeskummer hast. Denk doch mal nach. Was hätte ich denn davon, dir Sally auszuspannen? Du musst doch einsehen, dass das keinen Sinn ergibt. Ich kann gerade nicht klar denken. Ich will, dass alles ganz einfach nur vorbei ist. Du denkst nicht klar, Matt. Das tust du übrigens nie, aber du musst mir hier einfach vertrauen. Ja, klar. Wie bei dem Streich mit dem Bunsenbrenner im Föhn, ja? Ach komm, ich war von einem üblen ektoplasmischen Wesen besessen. Sicher warst du das? Ach komm schon, Matt. Ihr beide waren schon immer Freunde. Sollen wir uns das von irgendeiner hergelaufenen Schlampe kaputt machen lassen? Nenn sie nicht Schlampe. Ich meinte nur... Das ist mir scheißegal. Ich will's nicht wissen. So läuft das nicht. Matt, ich schwöre, ich will gar nicht von Sally, glaub mir. Komm schon, Mann, hilf mir, dir zu helfen. Matt, mach jetzt bloß keinen Scheiß. Matt, ich schwöre dir, ich will gar nichts von Sally, glaub mir. Tja, so sah das aber gar nicht aus, als du ihr meinen Ring gegeben hast und ihren Antrag gemacht hast. Und das war gerade mal gestern. Scheiße. Alter, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich muss wohl zu viel getrunken haben und der Witz ist mir etwas aus dem Ruder gelaufen. Ich weiß nicht, ich kann mich an nichts erinnern. Nee, Junge, ich weiß es aber noch, als wäre es gestern gewesen. Ich kann dir das nicht verzeihen. Wie soll ich bei jemand wie dir vernünftig bleiben? Mann, ich habe mich geändert. Ehrlich, ich weiß, es war nur ein Tag, aber ich bin komplett ein anderer Mensch. Oh, da ist ja keiner. Entschuldigung. Matt, ich bin's, Randall. Ich habe kein Gewissen. Ach komm schon, Matt. Hör mir zu, lass es dir das erklären. Ach komm schon, Matt. Hör mir zu, lass dir das erklären. Nee, lass ich nicht.
Komm schon, Matt. Reden wir. Halten wir ein kleines Schwätzchen und danach kannst du mich ja immer noch umlegen. Oh, okay. Lass hören, was du zu sagen hast. Ich würde Sally niemals anbaggern. Bullshit. Ich glaub dir nicht. Mann, ich kann mich an gestern kein Stück erinnern. Du hast Sally mit meinem Ring einen Antrag gemacht. Direkt vor meiner Nase. Und sie hat ja gesagt. Ja, das macht mich genauso fertig wie dich. Ich schwöre, ich will's wieder gerade biegen. Und wie soll das bitte gehen? Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Das soll's dann sein? Ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber ich konnte Sachen noch nie richtig gut wieder gerade biegen. Weißt du, Randall, das ist alles ganz schön scheiße. Aber ich glaub dir. Also, was jetzt? Zuerst legst du vielleicht mal die Knarre weg, ja? Ich schwöre, ich will gar nichts von Sally. Mein Wort drauf. Nee, fuck. Ich gebe jetzt nicht nach. Ich hab was angefangen und das führe ich jetzt auch zu Ende. Ich gehe nirgends hin, bis das hier nicht ausgestanden ist. Tja, das wird dann auch egal sein, sobald die Knarre hier ihren Zweck erfüllt hat. Wow, das klang wie Eastwood mit einem bisschen Bronson. Matt, du weißt echt, wie man sich Respekt verschafft. Dafür kann ich die Zimalzahlen multiplizieren. Genug gequatscht. Irgendwelche letzten Worte? Letzte Worte sind für Narren, die noch nicht genug gesagt haben. Ich kann's nicht. Verdammte Scheiße. Ist okay. Komm schon, Alter. Nimm das Ding runter. Unterhalten wir uns ein bisschen. Echt jetzt? Was? Nein, 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 nein! Das darf doch nicht wahr sein! Nein! Stehen geblieben! Keine Bewegung, Penner! Dein Arsch gehört mir! Was zum Geier machen Sie denn hier? Und warum beleidigen mich immer alle, die eine Knarre auf mich richten? Randall Hicks, Sie sind verhaftet. Was? Warum? Wegen des Mordes an Matthew Griffin. Oder willst du das etwa leugnen? Ich... Wissen Sie was? Machen Sie doch, was Sie wollen. Tag 6, Montag 6. Sie rauchen? Nein, danke, ich höre gerade damit auf. Was mir auffällt, sind wir ehrlich jetzt am 6. Montag? Ich dachte, wir hatten gerade den 4. Montag erst. Oder habe ich jetzt einen Montag übersprungen? Also, im Spiel jetzt, ne? Der erste Tag ist der schwerste, das steht einwandfrei fest. Und wenn sie dich in die Zelle stecken und das Gitter krachend zuschlägt, dann weißt du, dass es kein Traum ist. Im Bruchteil einer Sekunde ist dein Leben dahin. Nichts bleibt davon übrig. Du hast nun alle Zeit, um darüber nachzudenken. Und ein Maßband in deiner Tasche. Knast? Echt jetzt? Ich hasse das Leben. Heiliger Odysseus 31. Randall Hicks, du lebst noch? Sieht so aus. Du bist also mein neuer Zellengenosse, was? Ist schon erstaunlich. Der berühmteste Insasse hier, der, über den die ganze Welt spricht, ist niemand anders als der gute alte Randall Hicks. Mann, das wird ein Spaß, das kann ich dir sagen. Moment mal, warum bin ich denn so berühmt? Tja, du weißt schon. Wegen dem, was du getan hast. Nein, weiß ich nicht. Also spuck's aus. Hab gerade keine Lust auf Rätselraten. Entspann dich, Mann. Das sind nur so Gerüchte. Gib nichts auf die. Wir sind hier drin doch eh alle unschuldig. Klar. Ich kann's immer noch nicht glauben. Du und ich, Zellengenossen. Wie viel hast du denn gekriegt, Kumpel? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und es ist mir auch egal. Ich überlebe das hier keinen Tag lang, da bin ich mir sicher. Kopf hoch, Mann. Ist doch gar nicht so schlecht hier. Vielleicht bist du ja sogar ganz nützlich. Mach dir da mal keine falschen Vorstellungen. Ich werde bestimmt nicht deine Ersatz-Superzuckerschnecke-Gummipuppe. Das wird auch nicht nötig sein. Aber was ist das denn? Du gräbst hier einen Tunnel? Kommt drauf an.
Ja, wäre gar nicht schlecht, ja. Weißt du, das Knastambiente bekommt mir nicht besonders gut. Also, wenn du mitkommen willst, geht das klar. Aber du musst es dir verdienen. Wenn du raus willst, kostet das was. Ich sagte ja schon, dass ich nicht dein Ersatz-Super... Ich sagte, das wird nicht nötig sein. Ich brauche einen Gefallen. Wenn du mir hilfst, verspreche ich dir, dass wir dich hier rauskriegen. Okay. Was genau brauchst du denn? Wird nicht einfach, das hier im Knast zu besorgen. Aber vielleicht kann dir ja noch jemand helfen. Na los, spuck's aus. Worum geht's? Okay, ich red jetzt mal Klartext. Ich brauch Sprengstoff. Sprengstoff? Sehe ich wie MacGyver aus? Komm schon, Mann. Ich grab hier einen Tunnel mit meinen Adamantium-Klauen. Die Mauern sind marode, also ist das kein Problem. Aber ich komme jetzt zu Sektor 7. Und das ist verstärkter Stahlbeton. Dagegen kommen meine Klauen nicht an. Wo wir gerade bei deinen Klauen sind, wie hast du die denn überhaupt hier reingeschmuggelt? Ach das. Jeder Insasse darf einen Gegenstand behalten, der einen besonderen sentimentalen Wert für ihn hat. Solange er verspricht, niemanden damit umzulegen. Oh, schöne Regel. Was hast du behalten? Ich? Naja, sieht aus wie ein scheiß Maßband. Ich hätte lieber die koreanische Konsole gehabt, die mit den Elektroschocks. Verstehe. Dann will ich dich mal nicht aufhalten. Besorg mir den Sprengstoff. Ach komm schon, Charlie. Wie soll ich denn hier im Knast Sprengstoff auftreiben? Da finde ich doch eher einen Playboy-Bunny. Kann sein. Aber wir sind nun mal im Knast und ich grab einen Tunnel mit meinen Klauen aus Adamantium. Und wenn ich etwas aus Comics gelernt habe, dann ist es, niemals aufzugeben. Naja, das und Adamantium-Klauen plagieren. Hey, was willst du damit andeuten? Nichts, nichts. Nochmal zurück zu dem Sprengstoff. Eine Ahnung, wo ich am besten anfange? Tja, du könntest ihn selbst herstellen. Oder Sleazy kann dir helfen. Der kommt an alles mögliche Zeugs ran. Tut mir leid, aber als in der Schule C4 dran war, habe ich wohl gefehlt. Sei doch nicht so negativ. Ich weiß nicht. Frag einfach mal rum oder geh in die Bibliothek. Lern einfach mal was dazu, Randall. Ich schau mal, was sich machen lässt. Also, was macht man denn hier drin so zum Zeitvertreib? Tja, nicht viel. Ich gehe kaum aus meiner Zelle raus. Aber wenn du Unterhaltung brauchst, probier's auf dem Hof. Vielleicht gibt's einen Weitspuck-Wettbewerb. Oder frag die Schwestern. Die stehen auf Party und so. Okay. Wie bist du denn eigentlich hier gelandet? Ach, ich sag ja, wir sind hier alle unschuldig. Monster. Warte mal, was hast du gerade gesagt? Nichts, nichts. Weiß bloß nicht, wie ich mit all dem umgehen soll. Wie meinst du das? Naja, weißt du, ich wurde wegen Mordes eingesperrt. Wow, was hat er gemacht? Hat er dir was geklaut? Hat er dich mit Fisch vergiftet? Ich weiß nicht, Mann. Ist alles wie im Nebel. Ich habe eine Menge Macadamia-Schnaps-Intus gehabt. Und dann habe ich wohl den Typen mit meinen Klauen in Streifen geschnitten. Ah. Wer war denn der arme Bastard? Kenne ich den? Besser als die meisten. Oh, Mann. Du hast Matt geschreddert? Der Junge hat echt kein Glück mit rotierenden Klingen. Ich rede nicht von Matt, sondern von dir. Was? Okay, Charlie, jetzt machst du mir aber Angst. Beruhig dich, Alter. Ich will dich nicht bedrohen oder so. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich war sternhagelvoll. Ich weiß aber noch, dass ich den Typen zerstückelt habe. Und dass er es verdient hatte. Ich weiß nur, dass der genau so aussah wie du. Das ist sicher. Ich war sogar sicher, dass du das warst, bis ich dich hier reinkommen sah. Aber das sind ja eh alles alte Geschichten, stimmt's? Ja. Ja. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gucken mal jetzt direkt in die Zeitung da. Super. Das ist echt stark. Jo. Dell, enjoy your stay. Morty? Bist du das? Was zum Geier machst du hier? Morty? Bist du das? Was machst du hier? Kein Scheiß? Wie das denn? Das glaube ich ja nicht. Weißt du was, Genosse Mortimer? Ich habe keine Ahnung, was das Gegrummel bedeuten soll. Hatte ich nie. Um ehrlich zu sein, fühlte sich das immer so an, als würde ich was nicht mitkriegen. Morty, du weißt, dass das mit uns beiden nie funktionieren konnte, oder? Wir stammen von komplett unterschiedlichen Welten. Nein, sag nichts. Mach's nicht schwerer für mich, als es eh schon ist. Wie mies, Alter.
Das wird sich schweren, sich über mein Essen zu beschweren. Na super. Ich krieg ihn nicht mit bloßen Händen raus. Irgendein armer Schlucker steckt hier fest. Was für ein Mammut. Wie bitte? Vergiss es, oder hast du das gerade nicht gesehen? Das Zeug könnte nicht ekliger aussehen. Den Fusel kann ich nicht einfach mit der Hand nehmen. Aber was haben wir denn eigentlich noch? Wow, wir haben echt nur noch das Maßband. Holy Macaroni. Wow, da ist eine Waschmitteltablette in einer der Taschen. Das noch als dreckig zu beschreiben, wäre untertrieben. Das fasse ich im Leben nicht an. Nee, brauche ich nicht. Nee. Gemessen an den... Da komme ich nicht raus. Gemessen an den Umständen ignoriere ich lieber, was da draußen vor sich geht. Die Jungs gehen immer bei den Neulingen fischen. Und sie geben nicht auf, bis sie einen am Haken haben. Ich gehe mal auf Wendekurs. Da sind mir nämlich gerade zu viele Baustellen an der Stelle jetzt. Nein, Mary! Alter, hey, Kumpane! Was gibt's, Gefangener? Schon eingelegt? Ah, es geht so. Hier laufen die Dinge anders, Junge. Wenn du also ein Rad willst, bleib geistig immer in Bewegung, kümmere dich nur um dich und mach keinen Ärger. Wenn du eine Beschäftigung brauchst, rede mit mir. Ich verteile hier die Jobs. Das merke ich mir. Glaub mir, Junge, besser man hält hier den Ball flach. Du darfst keine Aufmerksamkeit erwecken. Ich glaube, die Leute hier drin können deinesgleichen nicht besonders gut leiden. Was meinen Sie mit meinesgleichen? Entspann dich, mein Freund. Ich verurteile dich nicht. Aber glaub bloß nicht, dass die Mitgefangenen so nett zu dir sein werden wie ich. Danke, Murray. Nicht zu danken. Murray? Ja? Was ist das da hinter Ihnen? Ja, das sind die Duschen. Oh, verstehe. Das hört man immer in den Filmen, stimmt's? Tja, man darf nicht alles glauben, was man im Fernsehen sieht. Könnte ich mir die Duschen mal anschauen? Wäre echt toll. Nein, da kommst du nur rein, wenn Duschzeit ist. Okay, wenn's halt gar nicht geht, dann... Das ist nicht stinklangweilig, den ganzen Tag auf dem Hocker zu sitzen. Ganz ehrlich? Ja. Aber Dienst ist Dienst. Dürfen Sie da nicht mal was mitbringen, um ein bisschen Unterhaltung zu haben? Nicht mehr. Wir konnten früher Zeitung lesen, aber dann ist so viel passiert. Und der Direktor sagte, dass wohl weniger passieren würde, wenn die Wachen anfangen würden, die Gefangenen auch wirklich zu bewachen. Verstehe. Ich lasse ihn mal arbeiten. Officer Murray, dein Freund und Helfer. Das ist der Napf von der Katze. Du solltest dich von dieser Katze lieber fernhalten. Was meinen Sie damit? Sie denken doch hoffentlich nicht daran, die zu essen, oder? Himmel, nein! Für wen hältst du mich denn? Keine Ahnung. Für einen Grillfreak? Woher zum Geier weißt du das? Ist aber auch egal. Die Katze rennt dir schon ein paar Jahre rum. Und immer wenn sie sich mit jemandem anfreundet, dann stirbt ihr bald darauf. Sie kann irgendwie den Tod riechen. Oh, super. Ist ja toll. Als ob der Fluch nicht schon genug wäre. Jetzt habe ich auch noch eine Katze des Todes am Hals. Die fasse ich nicht an. Es läuft zwar in letzter Zeit nicht so gut für mich, aber ich habe trotzdem keine Selbstmordabsichten. Ach ja, das ist mal wieder was Schönes. So. Momentan dürfen wir da offensichtlich nicht rein. Okay. Gucken wir, ob auf dem Hof was abgeht. Ich muss zugeben, dass ich von Randy nicht besonders viel hielt, als ich ihn das erste Mal zu Gesicht bekam.
Er sah aus, als könnte ihn eine leichte Brise umhauen. Zumindest war das mein erster Eindruck. Hey, Junge, komm mal rüber. Hab ich was falsch gemacht? Du bist der Neue, stimmt's? Naja, Neuer klingt besser als Alter. Naja, Neuer klingt besser als Alter. Kommt auf den Zusammenhang an. Der alte Sleazy klingt für mich besser als die neue Leiche im Duschraum. Oh? Entspann dich, Junge. Ich bin nicht gefährlich. Die Leute hier drin brauchen mich, also legen sie sich nicht mit mir an. Du bist derjenige, der etwas aufpassen sollte. Hier gibt's einige, die deinesgleichen nicht leiden können. Meinesgleichen? Ja, du weißt schon. Der Grund, warum du hier bist. Und warum bin ich hier? Weil das alles Mögliche sein kann, soweit ich weiß. Du weißt nicht, was du gemacht hast? Ehrlich gesagt, nein. Wow, Mann. Du bist schräger drauf, als ich dachte. Ich krieg eine Gänsehaut. Was habe ich denn nun gemacht? Hey, ich verurteile niemanden. Von mir aus kannst du nackt einen Supermarkt überfallen, ist mir Schnuppe. Bist du deswegen hier? Ah, touché. Na dann mal zur Sache. Ich hab so Sachen über dich gehört, stimmen die? Ha, na hoffentlich nur Gutes. Wie ich höre, kannst du Sachen besorgen. Dein erster Tag hier drin und du brauchst schon was? Komm schon, Junge, geh's mal langsam an. Ich brauch Hilfe, um an bestimmte Sachen ranzukommen und alle sagen, du wärst mein Mann. Was du nicht sagst. Und was genau brauchst du? Ich brauche eine Menge Zeug. Und als erstes einen Weg hier raus. Ich kann dir alles besorgen. Aber da musst du schon etwas mehr ins Detail gehen. So einfach ist das? Ja, aber es dauert einen Tag. Ich kann dir alles besorgen. Aber du kriegst es erst morgen. Oh, tu mir das nicht an. Ich komm sogar an einen Panzer ran. Ein Panzer? Ja, ein Panzer. Brauchst du einen Panzer? Was? Das glaubst du nicht? Nee, darum geht's gar nicht. Weil ich dir einen Panzer nämlich einfach so besorgen kann. Ich glaub's ja, Mann. Sleazys Wort ist wie ein Schwur. Wenn ich dir sage, ich kann dir einen Panzer besorgen, dann kann ich dir bis morgen einen Panzer besorgen. Ich will keinen scheiß Panzer. Sagtest du gerade, mein Panzer ist scheiße? Hä? Nein, ich brauch nur grad keinen. Tja, zu spät. Die Bestellung ist schon aufgegeben. Morgen hast du deinen Panzer. Okay. Aber ein paar Sachen brauche ich noch heute. Da kann ich dir nicht helfen. War's das? Ja, jetzt bin ich zumindest stinksauer. Hast du etwa eine ganze Packung Kaugummi im Mund, oder was? Um genau zu sein, zwei. Ich gewöhne mir das Rauchen ab, aber es läuft miserabel. Das beruhigt mich. Ein bisschen. Und du solltest auch mal runterkommen. Morgen hast du deinen Panzer. Okay. Tja, da sind wir nun im Knast gelandet. Das Leben läuft echt scheiße für uns. Naja, Spaß beiseite. Ich würde mal sagen, wir gehen mal wieder hoch zur Zelle. Ich glaube, wir können auch nichts anderes mehr machen. Ich kann noch auf den Hinterhof, da gehe ich auch noch hin. Das ist praktisch. Ich krieg ihn nicht mit bloßen Händen raus. Da muss nicht. Irgendein armer Schlucker steckt. Nee, brauche ich. Den Fusel kann ich nicht ein. Können wir da vielleicht. Lieber nicht. Selbst wenn ich diese widerliche Plörre nehmen wollte, das geht ja wohl schlecht mit der Hand. Hm. Na gut, ich will mal sagen, wir machen hier an der Stelle mal Schluss. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder hier, wenn es wieder heißt Random Monday. Und ich würde mal sagen, ich mache mal auch eine gewisse Zeit mal wieder Pause. Es wird dann halt sein, dass eventuell ich vorproduziere jetzt wahrscheinlich, dass dann somit die Pause definiert ist. Wenn ihr Glück habt, mache ich das so. Ansonsten werdet ihr ein paar Tage mal nichts haben, ausnahmsweise. Tut mir natürlich dann leid, aber anders funktioniert es nun mal leider nicht. Na gut, wie gesagt, ich bin erstmal raus, euer Service, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage, bis zum nächsten Mal und haut rein.